So, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen schon angekündigt, es gibt noch einen kleinen zweiten Plausch, und zwar mit Christian Gärtner. Christian Gärtner ist der Gründer und Chef der Frankfurter Designberatungsagentur Stylepark. Und Stylepark ist der Kurator, sozusagen der kreative, wissenschaftliche Begleiter des Audi Urban Future Award von Anfang an. Die Idee ist im Austausch zwischen Stylepark und Audi entstanden. Und ich freue mich sehr, dass Christian Gärtner heute Morgen Zeit gefunden hat, kurz mit uns zu sprechen und uns zu erklären, wie es jetzt weitergehen soll. Christian, vielen Dank. Wenn Sie auch da Platz nehmen mögen. Christian Gärtner, der Audi Urban Future Award entwickelt sich weiter. Das ist das zweite Mal, dass er verliehen wird. Wie unterscheidet sich der Audi Urban Future Award 2012 von dem im Jahr 2010? Ich glaube, Herr Stadl hat das Stichwort eigentlich schon gegeben. Der zweite Award ist ganz klar der Konkretisierung und der Realität gewidmet. Aber natürlich auch in diesen konkreten und realen Bezügen einer Vision, einer lebenswerten und auch einer nachhaltigen Vision von städtischer Mobilität. Und ich glaube, während wir beim ersten Award ganz stark einfach erstmal das Feld öffnen wollten und schauen wollten, was für Ideen in Bezug von Stadt und Auto und Stadt und Mobilität existieren überhaupt global, geht es diesmal ganz klar darum zu schauen, was sind die lokalen Bedingungen? Und wie kann so ein globales Produkt wie ein Automobil, aber auch ein so globales Produkt wie Metropolen-Mobilität eingebettet werden in lokale soziokulturelle Bezüge? Also während es beim ersten Award ganz stark darum ging, welche Technologien werden uns vorantreiben in Städten, glaube ich, werden wir jetzt im zweiten sehen, neben Technologien auch ganz stark, welche soziokulturellen Entwicklungen, welche lokalen Bezüge müssen wir betrachten und auch deuten lernen als Audi, um das einzubringen in einfach eine Planung von Mobilitäten in der Zukunft. Also das heißt, konzeptionell ist es so angelegt, die 6 Architekturbüros aus den 6 Regionen bearbeiten auch Probleme aus diesen 6 Regionen. So ist es gedacht. Wir haben ganz bewusst diese 6 Architekturbüros diesmal danach ausgewählt, dass sie Experten für ihre Region sind, dass sie Experten sind oder auch eine Stimme für eine ganz bestimmte methodische Kompetenz, um diese Region zu beschreiben und genau in der Summe dieser 2 Eigenschaften vielleicht auch einfach neue Erkenntnisse dazu bringen können, wie man Mobilitäten als Treiber von städtischen Entwicklungen einfach anders verstehen lernen kann. Wir haben eben in dem kleinen Einspielfilm gesehen, wie das aussah gestern. Der Austausch, die Vorträge, die Präsentationen, die Diskussionen. Was sind Ihre wichtigsten Botschaften, die Sie aus diesem intensiven Austausch gestern mitgenommen haben? Ich glaube, eine Sache, die sehr interessant war für uns alle, war, dass bei aller Unterschiedlichkeit der Metropolen, bei aller Unterschiedlichkeit der Herausforderungen, ganz bestimmte Methoden sich rausschälen, wie man eigentlich einen Baukasten entwickeln kann, mit den Herausforderungen von Mobilität umzugehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für dieses Projekt. Es gibt eine Möglichkeit, Brücken zu schlagen zwischen Herstellern wie Audi und den Städten und einen Dialog aufzumachen. Das war, glaube ich, eine Kernerkenntnis. Wir sind durch diesen Prozess, den wir in den letzten Jahren gehabt haben, mit dem Audi-Team, mit dem Audi-Inside-Team, mit den Architekten einfach an einem Punkt, dass wir Wissen austauschen können. Das war die eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis war, dass die Verdichtung der Metropolen zu einer hohen Konkurrenz von Raum führen wird und dass deshalb Effizienz von Raum eines der Kernthemen der Zukunft sein wird, auch wenn es darum geht, wie wird Mobilität ausgestaltet. Und das dritte war, nicht nur ist nicht Stadt gleich Stadt, sondern auch unsere Vorstellungen und unsere Ideen von Stadt, also unser westliches städtisches Modell, ist nicht übertragbar auf die südliche Hemisphäre zum Beispiel. Und ich glaube, da liegen ganz, ganz wichtige Erkenntnisse auch für einen Automobilhersteller in diesem Zusammenhang. Ich glaube, jetzt haben wir das Publikum genug auf die Folter gespannt. Jetzt sollten wir uns auch die konkreten Projekte anschauen. Vielen Dank, Christian Gärtner. Wir fangen an mit den Präsentationen. Danke. And this is the point, ladies and gentlemen.